Wir wollen Sonntags. Bald ist ja der Sommer und wir fahren in den Urlaub. Und heute gucken wir uns schon mal unsere Sommerbox an. Guck mal, das Buch. Ein Schatz. Und noch ein. Das ist ein Buch, das heißt Wim. Bringst du mir das Schwimmen bei? So hast du es. Mit dir das Schwimmbad? An diesem Tag schien die Sonne aus allen Knopflöchern. Ein herrliches Plätzchen zum Baden, meint Nulli. Mit Omas altem Schwimmreifen und Prise Muts Hilfe wollte er endlich schwimmen lernen. Juhu, hast du nicht gesehen? Sprang er auch schon mit einem Riesenhüpfer ins kalte Nass. Hab keine Angst, Hase, ich bin ja bei dir, sagte Prise Mut und reichte Nulli die Hand. Ich schwimme so gern, tauch auch mal unter. Denn wer viel schwimmt, bleibt fit und munter. Und mit einer Prise Mut schwimmst du bald genauso gut. Dann musste Nulli erstmal kichern und spürte, wie allmählich seine Angst verflog. Es war gar nicht einfach, Arme und Beine gleichzeitig und auch mal richtig zu bewegen. Aber Nulli gab sich große Mühe und lernte wirklich schnell. Mein Schwimmen, hörte man ihn gerade noch rufen und prompt gluckerte er unter. Dem armen Nulli steckt der Schreck noch in allen Gliedern. Da endlich fasste sich Nulli ein Herz. Mit Anlauf sprang er in den See und schwamm und schwamm und schwamm. Weißt du, Prise Mut, ich verstehe gar nicht, warum ich vorher solche Angst vor dem Wasser hatte, meinte Nulli nachdenklich. Schwimmen ist wirklich kaulquappen leicht. Zu Ende. Das macht Lust auf Schwimmen. Das ist super. Tolles Buch. Dieses Buch gehört Magnus und Mathilda. Niemand erinnerte sich, wie sie in den Wald gekommen war. Guck mal, seht ihr hier, ist ein kleines Baby. Die Vögel zeigten ihr, wie man spricht. Kra, kra. Kra, kra. Kra. Ja. Die neuen Tiere fanden sie seltsam. Wieso? Die darf nicht mehr im Wald leben. Weil sie ist ein Mensch und die Menschen denken, dass Menschen in einem Haus leben müssen und nicht im Wald. Guck mal, da ist sie beim Arzt und beim Friseur. Sie sprachen falsch. Guck mal, die bringen ja jetzt bei, was das heißt. Katze. Sie aßen falsch. Ja, Menschen essen ja mit Messer und Gabel, ja. Sie mochte die Tiere lieber und die Tiere gehen wieder zurück. Denn man kann nicht zähmen, was so wild und glücklich ist. Schön, ja? Ja. Hat's dir gefallen?